So, noch eine Nische. Diesmal keine Skelette, okay. Ja, es wird auf jeden Fall zur Treppe runterführen. Gucken wir mal, ob hier noch was ist, außer noch eine Nische. Noch eine Nische. Nö. Bitte, bitte geh auf. Sehr gut. Vier Kampfhunde und zwei Kultisten. Na gut, du. Sichern. Du kümmerst dich um einen Kampfhund. Oder Kriegshund. Die waren aber nicht sonderlich stark. Wir sollten sie trotzdem schnell weghauen. So. Das heißt, die angeschlagene Helen hält die Kultisten auf. Tirik hilft ihr dabei. Und der Rest räumt hinten die Kampfhunde weg. Angriff, Kriegshund. Sauber, Dalana. Du, Angriff, Dena. Oh, Quenne verletzt sich selbst. Nicht so schön. Kommt noch Verstärkung? Wenn, dann müsste es demnächst sein. Ah, schaut gut aus. Also, dass keine Verstärkung kommt. Tirik begeht keinen Selbstmord, sondern er haut dem Kultisten in den Rücken. Und trifft dabei nicht, warum auch immer. Du schießt nicht. Du haust den. Du haust den. Triffst schon wieder und bringst ihn um. Talana ist garstig. Da kann man nichts gegen sagen. So, du dahin. Sichern. Du gehst mal weg und machst Talana Platz. Du haust den. Der flieht. Okay. Boah, das sieht echt gut aus. Da wird sich keiner großartig verletzen. So, du hilfst mit der Gwendolyn. Sichern. Du hilfst bitte auch Gwendolyn. Und die drei richtigen Nahkämpfer kümmern sich um die beiden Kultisten. Das dürfte auch nicht allzu lange dauern. Nicht wahr, Tirik? Ja. Nicht wahr, Gerogon? Na also, einer weg. Du und Hund müssen sie schon auch schon angeschlagen sein. So, du gehst hinter ihn, der kann Tirik von der Seite zuhauen. Und der kommt nicht weg. Und Hund tot, sehr schön. Achso, erstmal näher ran. Dann draufhauen. Und fertig. So. Ein Raum, der eigentlich nur ein Übergangsraum ist und eine Treppe runter. Was haben wir hier noch? Weil ich will erst die Treppe runter, wenn ich weiß, was hier noch ist. Hier ist ein Gang, der einmal rumführt. Okay. Gleich runtergehen und noch irgendwie ausruhen. Also sind ja eh schon tagelang hier drin. Wenn es Eile geboten gewesen wäre, wäre es eh schon alles zu spät. Na, ganz kurz rasten kann ich schaden. Helen, Gerogon, Tirik, schlafen. Jo. Und wir können sogar ausruhen. Sehr schön. Jeder Astralpunkt ist wichtig. Also ja, Lebenspunkt natürlich auch, aber die Magie ist doch meistens das Zünglein an der Waage. In den schwierigen Kämpfen. Bei Boron, ruft Helen plötzlich mit weit aufgerissenen Augen.
Hier ist es ja nur noch unheimlich. Merkt ihr das nicht? Nein, ohne mich. Fluchtartig stürmt sie die Treppe hinauf, die ihr eben heraufgekommen seid. Verschwindet aus eurer Sicht und schon bald sind auch ihre Schritte in der Ferne verhallen. Warum fliehen unsere Kameraden immer? Das ist doch... Nee. Oh. Was ist denn nun los, meint Gwendolyn? Und plötzlich macht sich Unruhe in eurer Gruppe breit. Ihr werdet heftig beiseite gestoßen und dann erscheint wenig vor euch ein Mann. Komplett in eine schillernde, lilafarbene Aura gehüllt. Steht er schallend lachend da und hält den Salamanderstein in die Höhe. Es wird alles gut, es wird alles gut. Das ist das wievielte Mal, dass man uns den stiehlt? Das dritte, vierte? Nein, entfernt es Gwendolyn, als sie ihr Gepäck vergeblich nach dem Stein durchsucht. Der Schweinepriester hat sich unsichtbar gemacht und uns den Stein gestohlen. Langsam, als schwebe er, entfernt sich der Mann von euch und meint hämisch, ihr hättet den Stein besser nach Lovang gebracht, aber ihr wollt ja partout anders. Auch wenn es mir Bewunderung abnötigt, dass ihr es überhaupt bis hier geschafft habt, denke ich, das wird eure Reise hier enden. Seht, es passt nicht in unsere Pläne, dass Elfen und Zwerge eine Allianz bilden. Und mein Meister will den Stein. Mit diesen Worten verschwindet er einfach durch die Wand. Kommt näher, ich will eure beschlagenen Herzen. Das war eine komische Stimme. Also da kommen wir her. Da ist Helen hingeflogen. Da ist ein Korridor und durch die Wand ist er wohl entschwunden. Kommt näher, ich höre eure schlagenden Herzen. Da können wir nicht durchgehen, okay. Versuch war es wert, einfach hinterher zu laufen. Aber gut. Holla, ruft Mürrem entzückt aus und wendet sich der Wand vor euch zu. Ein Zahlenschloss. Plötzlich entdeckt sie gut unter einem schmalen Sims versteckt ein Schloss. Welche Ziffer wollt ihr einstellen? Keins. Wir haben hier nirgendwo irgendwas von einer Nummer gelesen. Oder? Haben wir irgendwelche Notizen hier drin gefunden gehabt, vielleicht? Nee, das ist von den Orks. Das ist von den Zwergen, dass wir die Feuerkleidung anziehen müssen. Zwei Elf hier, viel. Wo kommt das denn her? Also 244. Oh, warte mal, das könnte das Ziehen sein oben in dem Haus, wo wir eingebrochen sind. Wo wir jetzt ja eigentlich drunter sind. Also diese Schalter bei den Wurzelwänden. Dafür haben wir ein Dokument gehabt? Okay. Das ist von den Orks. Alle Räder stehen still, wenn du ein starker Armes will. Ah, schönes Gedicht, aber nein. Ehrenbürgerurkunde ist immer wieder schön anzuschauen, aber es ist auch nicht. Bannstrahlorden bestimmt auch nicht. Nö. Wir haben nichts, was mit irgendeiner Zahl zu tun hat, hier bisher gefunden. Außer das ist irgendein Rätsel und wir müssen die Buchstaben zusammenzählen oder so. Knacken. No. Was bist denn du? Du stellst dich mal davor. Obwohl, warte mal, nee, du stellst dich da hin. Damit er einen Schritt vormachen kann und wir zu dritt auf ihn hauen. Du, geh mal da hin. Du, nimm mal Abstand. Und zwar so, dass du theoretisch im Weg stehst. Und du, geh mal vor Talana. Du, geh mal weg. So, Tirik muss ran. So, Tirik kann jetzt dahinter. Und du kannst den Ritter anhauen. Du gehst mal hier hin, falls du im Notfall doch schießen musst. Oder einen Blitz dich für den Zaubern. Du wartest. Du hilfst mir beim Schlagen. So.
Erstes Blut, sehr schön, wir können ihn verletzen. Das reicht mir. Angriff, Ritter. Ja, Blut ist sogar ganz schön heftig. Sehr gut. Und dafür, dass er so eine starke Rüstung anhat, machen wir doch einigermaßen gut Schaden. So. Egal wie viele Lebenspunkte der hat, der müsste dem nichts umfallen. Außer es ist irgendein Unwesen da drunter und kein Mensch. Ork oder sonst was Humanoides. Jo, kaputt. Ein Kultdokument. Wenn da eine Zahl drauf ist, dann weiß ich, wofür das ist. Auf dem Dokument ist ein einziges Wort vermerkt. Kult. Ah, das Kultdokument. Was zur Hölle? Okay. Diese Statue stellt offensichtlich eine Art Dämon dar. Ich würde die gerne zerstören. Beziehungsweise unsere Helden würden das ganz gerne. Das haben sie in anderen Tempeln ja auch gemacht, des Namenlosen. Die könnten wichtig sein, die Säulen. Zwei Säulen. Oh, das ist ja ein Loch im Boden. Können wir uns da vielleicht abseilen später? Na gut, erstmal hier zu Ende gucken. Sackgasse. Ja, so viel zum zu Ende gucken. Können wir nicht runter. Ja, ja, ist ein Dämon. Also zwei Dämonensäulen, Kult und der Spruch an der Wand. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 17, 21. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Das war ein vierstelliges Ding. Werde ich jetzt nicht 0038 eingeben. Karte. Warum können wir das da sehen? Das ist komisch. Also warte mal, nördlich ist Treppe hoch. Achso, durch die Wand könnten wir auch gar nicht gehen, weil hier quasi Ende ist. Westlich. Dahin. Oh. Quellen hat eine Geheimtür entdeckt, aber ihr könnt den Mechanismus nicht finden. Wollt ihr weiter danach suchen? Ja. Je länger ihr sucht, desto sicherer wird sich Quellen, dass sie sich getäuscht hat. Enttäuscht gibt ihr irgendwann auf. Also da ist wohl eine Geheimtür. Aber öffnen tun sie sich nur irgendwie anders. Gucken wir mal hier lang. Ja. Hier soll eine Geheimtür sein. Okay. Oder der Kerker selber will uns in den Wahnsinn treiben. Ne, hier ist nichts. Teller, ne? Bewegung. Transversales. Das da können wir wohl offensichtlich sehen, warum auch immer. Transversalis Teleport. Wo? Skelette. Du stehst ja echt doof, Dalana. Aber hilft nichts, gehen wir da weg. Du kannst stehen bleiben. Du gehst dem entgegen, damit der nicht auf Dalana losgeht. So, du gehst dahin. Du haust den. So, schaut schon gleich viel besser aus. Sichern, hauen, hauen,
hauen. Oh, 20 Trefferpunkte. Das müsste gleich umkippen. So, jetzt. Nochmal 20. Ah, na also. So, du. Kaputt hauen. Obwohl, sie kämpft mit einem Dolch, ne? Gegen ein Skelett. Ist nicht gerade die beste Waffe der Wahl. Tirik, helf mal aus da. So. Du bleibst stehen und du hilfst ebenfalls. So. Besser. 32er.